Jens Kölper. Jawohl. Im Ruhrgebiet, aber in Hessen, Mr. Dollesdorf. Hallo Hessen. Bekannt auch durch witzige, spritzige Moderation. Nicht das erste Mal in Willingen. Nee. Ist ja fast Heimat zum Ruhrgebiet, ne? Ja, das sowieso, weil es gar nicht weit ist. Aber ich kann mich erinnern, im letzten Jahr war ja Hessentag in Korbach und unser Teamhotel war hier in Willingen. Das heißt, wir sind jeden Tag von Korbach nach Willingen und zurück, beziehungsweise von Willingen nach Korbach und zurück. Und von daher kenne ich hier jetzt das eine oder andere Restaurant. Ich weiß, wo man Getränke und Lebensmittel kaufen kann. Ich kenne Wäscherei. Ich weiß, wo man Klamotten kaufen kann, wenn man noch was braucht. Also ich fühle mich tatsächlich so ein bisschen zu Hause schon hier. Kommen wir mal zum Dollendorf. Das ist ja auch so etwas mit dem Höhepunkt dann immer am Hessentag und in Wettkämpfen. Wie toll ist die Serie jetzt für jemanden, der in die Dörfer kommt, um festzustellen, unser Land ist gar nicht so leer, ne? Auch die Dörfer nicht. Ja, nein, das ist manchmal sehr erhellend, einfach weil man merkt, dass ein Großteil der Hessen einfach auf dem Land lebt, in den Dörfern. Und da weiß man dann auch, wie der Großteil der Hessen denkt, wenn man dann regelmäßig in den Dörfern ist. Und von daher ist das ganz gut und auch sehr, sehr wichtig für uns als Reporter, dass man da häufiger einfach mal aus den Städten auch rauskommt. Denn in den Städten, das sind nicht unbedingt die typischen Hessen, die da wohnen. Die wohnen eher im ländlichen Raum. Und da weiß man dann eben, wie Hessen tickt und das ist deswegen alleine schon sehr wertvoll. Da gibt es eine tolle Nachmittagssendung, die nennt sich Hallo Hessen. Ja. Das ist ein Format, in dem unterschiedliche Dinge aus unserem schönen Bundesland vorgestellt werden. und danach geht es auch um Essen. Ja, dann und wann? Ja, das ist doch auch ein Format, wo man einfach sagen kann, da das im Dritten läuft, ist das heute bundesweit oder fast weltweit empfangbar. Und unser Land bekannter zu machen, auch die kleinen feinen Geheimnisse, Konditoren, kleine Restaurants oder Bauernhöfe. Ist das auch so dein Ding? Ja, natürlich, klar. Also wenn man hier in Hessen lebt, dann sollte man sich zum Bundesland bekennen. Und dann macht es auch Sinn, dass man in erster Linie über hessische Sachen hier berichtet beim Hessischen Rundfunk. Und das haben wir uns bei Hallo Hessen ganz besonders auf die Fahne geschrieben. Das heißt, zu uns kommt nicht irgendein Weltstar, nur weil er gerade zufällig mal in Frankfurt gastiert. Nee, da laden wir dann lieber irgendeinen hessischen Konditor oder eine hessische Landfrau ein, die ein bisschen was erzählen kann. Das ist uns viel, viel wichtiger, um uns einfach unsere eigene Kultur näher zu bringen. Und die wollen wir kennenlernen und die wollen wir ausleben letztlich auch. Es geht aber nicht nur ums Essen, es gibt auch tolle Tipps bei Hallo Hessen, von Verbrauchertipps bis hin zu Gesundheit. Ja, klar. Wir haben ja jeden Tag letztlich unter einem anderen Motto. Wir haben montags wird immer gekocht, das ist richtig. Dienstags haben wir stark Verbraucherthemen. Da sind dann meistens Leute von der Verbraucherzentrale zum Beispiel da, die uns darüber aufklären, wie man zum Beispiel Mogelpackungen beim Einkaufen erkennt. Mittwochs ist meistens unser medizinischer Tag, wo dann ein Arzt kommt, wo dann ein Therapeut kommt, der eventuell physiotherapeutische Übungen mit uns macht. Donnerstags wird gegärtnet und die Polizei kommt. Außerdem ist ein Konditor da und freitags ist der Tag für die Vereine, die wir an diesem Tag dann so ein bisschen hochleben lassen wollen, um das Ehrenamt auch in den Vordergrund zu stellen und zu feiern. Und von daher sind die Tage eigentlich relativ stark strukturiert, aber das macht auch Sinn und kommt bei den Zuschauern auch gut an. Das Format läuft von 16 Uhr bis? 16 Uhr bis 18 Uhr, 17.50 Uhr, um genau zu sein. 15. Wie lange will ich jetzt Kölker Dollesdorf noch machen? Ach, solange man mich lässt, werde ich das machen. Also ich gebe zu, die Zeit ist ein bisschen knapp geworden in den letzten Jahren. Also ich mache das nicht mehr so häufig wie noch vor 5, 6 Jahren. Da habe ich das gefühlt jede dritte Woche gemacht. Inzwischen bin ich froh, wenn ich es jeden dritten Monat mal schaffe. Aber das lasse ich mir nicht nehmen. Das möchte ich gerne weitermachen, weil es mir einfach wichtig ist, den Kontakt zur Basis dann auch tatsächlich zum Zuschauer nach wie vor zu pflegen. Jens Kölker, vielen Dank. Sehr gerne.